Mahlzeit, ich bin's, euer Speedy. Ja, ich bin mal wieder in meiner Garage. Warte. Mahlzeit, ich bin's, euer Speedy. Ich bin mal in meiner Garage. Bin an dem Bergamont. Und ich möchte jetzt hier hinten mal die Kassette rausschmeißen. Und möchte da ganz gerne diese da einbauen. Die hat 4 Zähne mehr auf dem größten Ritzel oder 6 Zähne sogar. Und ich möchte mal gucken, ob die da hinten reinpasst. Das werden wir jetzt mal machen. Ich räume jetzt hier erstmal ein bisschen auf und dann geht's gleich los. Eigentlich ist es ja nichts Tragisches. Ritzel jetzt drauf. Das ist ein MTB-Ritzel. Und ich habe mich verletzt. Da ist Blut. Und da oben auch. Und da auch. Also ich habe an meinem neuen Fahrrad schon ein wenig Blut gelassen. Da ist das Rennradritzel. Und ist eine Hyperglide. Die hebe ich natürlich auf. Das hier ist nur eine Sunshine, glaube ich. Eine SZ. Die habe ich ja an den anderen Fahrrädern auch. Die funktioniert ganz gut. Und das ist auch die einzige, die in der 40er Ritzel im Moment zu kriegen ist. Also von daher habe ich die hier wieder genommen. Kam jetzt aus Frankreich. Das letzte Mal kam sie aus Belgien. Also von daher müssen wir damit leben, wie es halt im Moment gerade ist. Aber wenn das gut funktioniert, dann werde ich bei der nächsten Wartung das auch hier wieder mit Shimano machen. Ihr wisst ja, Shimano ist meine Lieblingsmarke. Und da wird sowas wieder drauf kommen. So, jetzt werde ich das da mal wieder reinstopfen und mal gucken, ob ich das angepasst kriege oder ob wir hinterher die kleine Rennradgeschichte da wieder reinbauen müssen. Ich mache mal. Ja, im Großen und Ganzen funktioniert es. Ich komme hier auf das Kettenblatt, auf das untere. Das ist schon 2 Zähne größer als... Ne, 1 Zahn größer. Und hier hopst er noch so ein bisschen, weil er hier unten das nicht schafft, aber dafür haben wir diese Einstellschraube. Die werde ich jetzt ein wenig reindrehen, dann kommt das ganze Schaltwerk etwas weiter nach hinten und dann sollte das funktionieren. Also es scheint so, als wenn ich hier das Schaltwerk erst dran lassen könnte. Das ist jetzt, ich kenne es nicht, Shimano Claris. Ist da dran, soll ganz gut funktionieren, soll auch ganz gut sein, ich weiß es nicht, mir macht das Fahrrad auf jeden Fall Spaß, aber es fehlen mir halt die kleinen Gänge, dass es berghoch hier gerade im Weserbergland dann ein wenig leichter geht. Ich habe hier drinnen zwar hier noch ein anderes Kettenblatt, ein kleines. Aber ich mag es nicht so gerne, ins kleine Kettenblatt zu schalten. Ich hätte lieber im größten Kettenblatt die Möglichkeit, da etwas weiter runter zu schalten und dann wirklich nur in Notfällen das kleine Kettenblatt vorne zu nehmen. Wenn das jetzt hier mit dem Ritzelpaket da hinten funktioniert, da hätte ich dann 4 oder sogar 6 Zähne mehr. Und die Abstufung ist auch eine andere. Man sieht das ja hier ganz deutlich. Hier sind die einzelnen Stufen größer als bei dem Rennradgeschiebe. Hier sind immer nur, ich glaube, ein Zahn Unterschied und dann kommt noch mal das große. Das ist halt so typisch Rennrad. Das größte ist dann für die Bergfahrt und alles andere ist dann halt für Schnellfahren. Aber ich möchte hier im Weserbergland schön meine Trittfrequenz im Auge behalten. Ich fahre immer so eine 85er Trittfrequenz und das habe ich mit dem Ritzelpaket nicht so gut hingekriegt. Das funktionierte nicht so gut. Und deswegen baue ich jetzt auf dieses Ritzelpaket um, was ich da jetzt gerade drin habe. Ich besorge mir jetzt erstmal einen Schraubendreher, werde das Schaltwerk ein Stückchen nach hinten stellen und dann probieren wir es gleich nochmal.
Ah, ich muss hier mal schalten. Ich muss das mal vernünftig machen. Hier mit einer Hand und die Kamera in der Hand. Das funktioniert nicht. Ich sehe das da hinten wieder nicht ohne Brille. So, jetzt haben wir es. Die Bremse schleift zwar noch etwas, aber das kümmere ich mich gleich drum. Das Rad unten entspannt ist, macht die Schnellverschlüsse nochmal auf. Dann geht das. Aber wir können jetzt hier vorne im großen Kettenblatt alle Gänge schalten. Und runter auch. Perfekt. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder in dem Bereich, wo es wieder Spaß macht. Tja, jetzt werde ich die Bremse noch mal ein bisschen einstellen und dann haben wir es so, wie ich es haben möchte. Alles klar, dann würde ich sagen, war es das mit dem kurzen kleinen Video von dem Berger Mount RD irgendwas. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf der nächsten Fahrt mit dem guten Stück. Daumen hoch und ein Abo, würde ich mich drüber freuen. Bis dahin dann. Ciao, ciao, bye, bye und see you soon. Klitzekleiner Nachtrag noch. Es hat mittlerweile auch schon einen Ständer gekriegt, weil hier ist die Originalverschraubung dafür dran gewesen. Da habe ich mir einen 40er Ständer gekauft, was gut ist. Flaschenhalter sind dran, Schloss ist dran. Handyhalter ist dran, mein Garmin ist dran, habe ich nochmal getauscht. Die Griffe habe ich etwas höher gemacht, wahrscheinlich ein Stück zu hoch. Mein Klickfix ist dran und hier hinten meine gute Werkzeugtasche, wie ich sie ja in allen Fahrrädern habe. Habe ich hier einmal bestückt mit allem, was man so braucht. Schlauch, Luftpumpe, extra eine kleine neue Minipumpe von keine Ahnung was gekauft. Dass ich an jedem Fahrrad ein Fahrradnotwerkzeug habe. Den Sattel habe ich noch ein bisschen geändert. Der ist jetzt zwar etwas breiter, aber dafür ist er hier vorne etwas kürzer, damit es nicht mehr ganz so weh tut. Ob der was taucht, weiß ich nicht. Aber zum Ausprobieren soll das erstmal reichen. Nun gut, jetzt war es das wirklich. Bin weg.